Ja, wir sind heute bei Dr. Paul Gruno in Mecklenburg-Vorpommern. Er zeigt uns sein autonomes Energiesystem, angefangen von dem Bachenden über seine Photovoltaikanlage, die Wasserstoffspeicherung und Wärmepumpe. Hey, hier läuft auch mit einer Photovoltaikpumpe. Ja, das ist ja noch Stufe 0, damit haben wir angefangen. Nur ein Photovoltaikmodul, also noch weniger als eine Balkonanlage, direkt an eine Wasserpumpe, damit das Wasser zwischen Filtergraben und Hauptteich hin und her gepumpt wird. Ich meine, hört sich so ein bisschen plätschern. Inzwischen alles zugewachsen. Sehr schön. Windrad hier oben, das speist auch ein. Ich wäre im Ostwind, selten. Aber das ist halt sehr wenig Strom, ne? Also das reicht für 2 Tage. Das Außengerät von der berühmten Wärmepumpe, da wird einfach nur Luft, egal welcher Temperatur, natürlich am liebsten warme Luft, aber haben wir im Winter natürlich nicht. Aber auch kalte Luft geht, um das Haus auf 22 Grad zu heizen oder mehr, wie man es braucht. Das ist nicht nur stromautonom das Haus, sondern tatsächlich auch energieautonom. Das heißt, man braucht nicht mal mehr Wärme. Um nichts weniger geht's. Wir reden jetzt ja nur über Heizung. Über Strom redet ja keiner mehr. Nichtsdestotrotz braucht die Wärmepumpe hier für die Ventilatoren und für den Kompressor, also ähnlich wie ein Kühlschrank, nur andersrum, Strom. Und den macht der Ganzjahres-Stromspeicher. Und da kommen wir jetzt zu. Hier drin versteckt sich der Wasserstoffspeicher. Das sind die handelsüblichen Gasflaschen. Die werden dann mit dem Haus über eine strohhalmgroße Stahlleitung verbunden. Die Handwerker hier vor Ort haben mir gesagt, na, Wasserstoff, Herr Gott, ist mir doch egal, was Sie da machen mit. Was meinen Sie, wie viel Flüssiggasspeicher ich schon installiert habe? Früher stand hier mal ein Flüssiggasspeicher. Nee, das ist typisch. Kann man aufmachen, kann man das nicht, oder? Da oben wird der Wasserstoff im Havariefall abgeblasen. Nicht? Das ist dann wie eine transparente Wolke. Man sieht das Brennen noch nicht mal richtig. Wasserstoff ist leicht flüchtig und steigt sofort nach oben. Wo angezündet oder nicht oder sowas, der einfach so. Der ist natürlich dann irgendwann selbstentzündlich, ne? Aber im Normalfall kommt es dazu gar nicht. Aber im Havariefall kann ja alles passieren, nicht? Dass es hier rundum brennt oder ein Blitz einschlägt oder wie auch immer. Die rundumliegenden Gebäude sind dann der Blitzschutz, nicht? Also hier wird auch keiner einschlagen. Man muss ja sozusagen das Unglück nicht provozieren. Der Wasserstoff muss ja auch erzeugt werden. Und das passiert mit einer Photovoltaikanlage, wie wir sie hier sehen. Der Strom aus der Photovoltaikanlage betreibt die Elektrolyse, die macht Wasserstoff. Und im Winter hole ich mir den Wasserstoff, um dann mit einer Brennstoffzelle wieder Strom zu machen. Das ist die ganze Mimik. Im Prinzip läuft das wie bei einer Batterie. Strom rein, Strom raus. Das Herzstück der Anlage, wo der Elektrolyseur als auch die Brennstoffzelle aus Strom Wasserstoff und aus Wasserstoff Strom und die Wärme, die dabei entsteht, wird gleichzeitig genutzt für warmes Wasser und Erwärmung der Lüftung. Strom aus der Photovoltaikanlage wird hier in der Elektrolyse zu Wasserstoff gemacht und geht dann per Außenleitung in die Wasserstoffflaschen. Okay. Und im Winter hole ich mir das wieder ab, dann kommt der Wasserstoff hier an und ich mache mir mit der Brennstoffzelle Strom. Und der Strom treibt dann die Elektrik hier an und vor allen Dingen die Wärmepumpe. Ganz wichtig, weil die Wärmepumpe macht nämlich aus einer Kilowattstunde 4,5 Kilowattstunden Wärme. Also eine Kilowattstunde Strom macht 4,5. Das ist der große Effizienzgewinn. Ich klaue der Umgebung Wärme, auch wenn es draußen kalt ist. Immer schwierig einzusehen, aber das ist eben die Physik. Ne? Also ist das Gute an der Wärmepumpe. Und gleichzeitig wird, weil die Elektrolyse nur 70% Wirkungsgrad hat und die Brennstoffzelle sogar nur 50%, ne? Also es gibt auch welche mit 60%, die Wärme wird hier, weil sie ja im Haus anfällt, in der Haustechnik mitgenutzt, also für Warmwasser und Heizung, beziehungsweise Lüftung. Hier unten ist auch noch ein Luftgerät, dass man das Haus mit Frischluft versorgt. Finde ich ein bisschen Luxus, ne? Aber macht man heutzutage so. Ich denke mal, wenn die Häuser noch gedämmter sind, als sie gedämmt sind, dann braucht man auch Lüftungsgeräte, ne? Dann braucht man den Luftaustausch.
und kann sich ja dann auch aussuchen, wo die Luft herkommt. Ne? Also man nimmt sie dann nicht sozusagen übers Fenster, sondern möglichst übers Dach, wo wenig Feinstaub und die Luft sauber ist. Und dann haben wir hier die Wärmepumpe. Wärmepumpe kannst du auch nicht angucken. Was ist denn hier? Das ist alles noch im Aufbau. Ne? Also hier haben wir einen Wärmespeicher, Druckausgleichsgerät, Wärmetauscher und vor allen Dingen haben wir jetzt hier eine Wärmepumpe, die den Strom aus dem Wasserstoff jetzt benutzt, um Wärme zu pumpen. Ja, mit einem Faktor 4,5 etwa. Aus einer Kilowattstunde Strom machen wir 4,5 Kilowattstunden Wärme im Schnitt. Im Sommer mehr, da brauchen wir es aber noch nicht so. Im Winter weniger. Ja, da brauchen wir es. Das muss effizient sein. Mit einer Fußbodenheizung hat man natürlich immer einen Vorteil. Wir haben aber nicht nur Fußbodenheizung, sondern eben auch ganz normale Wärmeübertrager, also Heizkörper. Geht auch. Die Arbeitszahl, die diese Wärme... 4,5. Ja. Also sehr viel mehr als oft einmal angenommen. Wir keine Werbung machen. Ne? Das Außerdem koppeln wir noch den Kamin ein. Das heißt, da ist eine Wasserschlange im Kamin drin und das kommt dann hier auch in den Wärmespeicher rein. Aber das macht man ja nicht immer. Ne? Also gerade wenn man ankommt. Und deshalb ist es praktisch, dass das Haus vorgewärmt wird. Und das machen wir Jahreszeit unabhängig, auch im Winter, da wo es wichtig ist, mit Wasserstoff. Aber über Strom. Wasserstoff wird hier nicht verheizt. Es wird hier verstromt. Und die Wärmepumpe hat aufgrund des großen Wirkungsgrades, weil sie sich Außenwärme mit reinholt, ist sie viel effizienter. Und draußen haben wir hier das Außengerät. Nicht? Also man muss hier die Wärme reinholen, hast du recht. Kältemittel wird hier verdampft durch die Außenluft. Und mit dem Kompressor innen, wie in einem Kühlschrank, hat ja auch ein Kompressor zusammengedrückt. Und das macht dann die Wärme und das wird dann ans Wasser übergeben, also Warmwasser und Heizung. Vor allen Dingen Heizung. Im Winter muss geheizt werden. Da haben wir wenig Solarstrom, also eine direkte Heizung, würde man ja meinen, ist ja viel pfiffiger. Photovoltaik und dann direkt Wärmepumpe dran. Naja, das ist ja gerade das Problem. Wir haben so wenig Sonne im Winter, fast gar nicht. Das reicht gerade mal für minimalistische Versorgung. Aber es kommt ja dann ein großer Verbraucher, also die Wärmepumpe dazu. Und deshalb gibt es hier eben Wasserstoff als Ganzjahresstromspeicher. Dass sich das vom Sommer auf den Winter verschieben. Das geht mit einer Batterie eben nicht. Ja, also Batterien einfach immer nicht groß. Im Sommer kannst du auch als Klimaanlage benutzen. Im Sommer kann ich damit kühlen. Da habe ich dann gar keine Speicherprobleme. Je stärker die Sonne scheint, so mehr Strom habe ich. Dann ist es sozusagen sogar ratsam, ein bisschen Strom abzuwerfen, weil es dann zu viel ist. Einen größeren Teil mache ich in Wasserstoff. Aber einen Teil werde ich dann hier eben auch direkt verbrauchen, dann läuft die Wärmepumpe als Klimaanlage. Wie Kühlschrank. Und die Wärmepumpe hat aufgrund des großen Wirkungsgrades, weil sie sich Außenwärme mit reinholt, ist sie viel effizienter. Und wie groß Faktor ist der gesamte Wirkungsgrad von der Wasserstoffrückverstromung, also Wasserstofferzeugung plus Rückverstromung? Na, ich verliere so ein bisschen was durch den Kompressor, weil ich da keine Wärmerückgewinnung habe. Das sind etwa 20%. Ja, die Gesamtwirkungsgrad? Also 80% Gesamtwirkungsgrad. 80% Gesamt. Aber Moment, die Elektrolyse hat einen Wirkungsgrad von wie viel Prozent? 70. 70. Und dann Druckverstromung? 60. Oder 50 nur hier. Okay, dann ist das so 35%, oder? Genau. Aber Wir nutzen ja die Wärme mit. Okay, genau. Dann ist der Gesamtwirkungsgrad inklusive Wärme natürlich günstiger. Gut. Ein klassisches Heizgerät nennt sich Kamin. Kann man jedem empfehlen, ich kann mal ein Holz reinmachen. Hier wird über die Wasserschlange auch noch Wasser abgenommen für Warmwasser und Heizung, Fußbodenheizung. Aber natürlich wird hier auch direkt der Wohnraum geheizt. Und Feinstaubfilter drin oder? Nix, kein Feinstaub steht. Nee, ist einfach Kamin, also Holzstücke, Abbrand, ne? Also geht ab durch den Kamin.